Hallo liebe Leute, zu einem Video, mit dem ihr wahrscheinlich eigentlich nicht mehr gerechnet habt. Und zwar Mario Kart Live habe ich mal wieder aus der Kiste gekramt. Der gute Luigi ist es ja bei mir, nicht Mario Kart. Eigentlich ist es Luigi Kart bei mir. Und zwar, weil es Anfang Juli, also schon ein bisschen länger her, tatsächlich ein Update für dieses Spiel gab. Und ich habe gedacht, komm, perfektes Timing, um mal wieder zu spielen, oder? Ja, und zwar wurde ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, Grand Prix, ich mache jetzt mal auf 100, um nicht zu übertreiben am Anfang. Genau, hier. Das müsste neu sein, weil hier ein großes Ausrufezeichen ist. Das hier kennen wir alles schon, ja. Also es kommt mir alles noch bekannt vor. Ich habe es noch gut im Kopf. Aber tatsächlich ist das hier neu dazugekommen. Der Mario Cup offensichtlich. Und den wollen wir heute mal testen. Ich hoffe, ich habe mich auf die richtige Seite gepackt. Ich weiß noch, dass ganz genau letztes Mal habe ich doch tatsächlich den Fortschritt verdeckt oder irgendwie sowas. Auf der anderen Seite stand irgendwie, welcher Platz ich gerade bin. Und das wolltet ihr unbedingt wissen. Ist ja auch klar, ne? Bei so einem Rennen will man unbedingt wissen, welchen Platz ich gerade mache. Und das ist meine Strecke, die ist nicht so spektakulär jetzt. Ich muss das irgendwie hinbekommen. Und ihr seht schon, es ist nicht so einfach, denn die Verbindung, die Verbindung zur Switch ist natürlich wieder nicht hundertprozentig Alter, könnt ihr mal aufhören, mich zu bashen? Hier, guck mal, Kettenhund, frisst die alle. Und frisst am besten auch noch die Internet, die Verbindung zur Switch. Die ist eh nichts zu gebrauchen. Und, ich bin gerade aber Erster. Aber ich habe wenigstens ein paar Kurven reingebracht, damit es nicht ganz so schlimm ist. Ich sehe nichts. Ich brauche einen Scheibenwischer. Den muss man auch reinpatchen hier in Mario Kart. Ich wollte eigentlich mein Item gerade verwenden, aber ihr seht schon, wie gut die die Verbindung, ich sage immer Internetverbindung, wie gut die Verbindung hier schon wieder ist. Aua! Da bin ich einmal Erster, da kriegst du einen scheiß blauen Panzer. Nein! Nein! Oh Gott, nein, 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 Leute, 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 Leute. Jetzt ist alles im Arsch. Scheiße. Oh Gott, ich hasse es. Hier, einmal durch hier nochmal. Oh Gott, jetzt ist alles kaputt. Mann, ich sollte die scheiß Zwischenziele da beschweren. Natürlich gehe ich jetzt als Letzter ins Ziel. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt noch ins Ziel muss. Oder ob ich jetzt noch eine Runde fahren muss. Wie viel ist denn das jetzt? Soll ich verarschen? Die anderen sind doch alle schon fertig. Ich muss eine extra Runde, nur weil ich dieses Ziel mitgenommen habe, weißt du? Hier, Kugelwilli. Ich bin so gewohnt bei Mario Kart 8, dass der Kugelwilli alles alleine macht, dass ich kurz auf vom Gas gegangen bin. Okay, das war nicht gut. Okay, das war das erste Rennen. Das wird noch besser. Glaubt mir, Leute. Nächstes Rennen. Ja. So. Ab ins... Oh Mann, ich rede da! Das mit der Pappe ist ja schön und gut, ne? Mit der Pappe, das ist ja alles ganz schön und gut und toll und nett und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es rutscht immer zu oft weg. Ich bin bereit, denn es ist Zeit, jetzt mal wieder Erster zu werden. Ich war so knapp davor. Und stellt euch das jetzt mit dem 200er-Mode vor. Tut mir leid, im 200er kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weil, ach du Scheiße, jetzt ein Tromster. Oh, Alter. Ah, das ist gut, oder? Also manche Fässer sind gut. Manche geben tatsächlich Münzen. Wer hätte das gedacht? Und ich brauche Münzen. Aua. Ja, und ich verliere sie. Hier, guck da. Ich brauche Münzen, weil ihr habt ja gesehen, ich muss ein paar Sachen immer noch freischalten. Ich habe die ganzen Sachen gar nicht weiter freigeschalten, weil der Part, den ich euch gezeigt habe, den letzten... Oh, Alter, ich fahre schnurstracks in die Dinger rein, weißt du? Boah, Alter, sind die fies.
Der letzte Online-Part, den ich euch gezeigt habe, den ich also hochgeladen habe, war auch der letzte Part, wo ich wirklich gespielt habe. Danach habe ich nicht mehr gespielt, weil ihr seht schon, wie die Verbindung ist halt einfach nicht so gegeben. Zweiter bin ich aktuell. Ich habe wenigstens nicht getroffen, ich sehe nichts. Hier, friss. Ich bin Erster. Ich muss 4 Runden fahren. Das war vorhin das Ding. Wir müssen ja 4 Runden fahren. Ich habe das vergessen. Das ist ja bei Mario Kart anders. Fünf. Bei Mario Kart Live ist das ja anders. Aber ich werde Erster. Hier, komm, friss Bombe. Ja, Erster. Oh, darf ich mir ganz kurz freuen drüber? Kleine Siegfeier für mich. Wieso habe ich keine Münzen gekriegt? Hey, ich hatte voll viele Münzen eingesammelt und habe die alle wieder verloren. Ich hatte voll viele Münzen eingesammelt. Ja, warte. Wir fahren kurz. Ich fahre nicht mehr rückwärts. Das geht nur schief. Ich fahre jetzt einmal ganz kurz. Guck mal, ich kann euch mal ganz kurz hier. Guck mal. Oh, guck mal. Sexy Füße. Sexy Toffee-Füße. Da ist sogar ein Loch im Socken. Ein sexy Loch im Socken. Entschuldigung. Musste kurz sein. Ein Ausflug in den Fußfetischismus. Ich bin bereit. Ich glaube, Gesamterster, ich glaube, das wird knapp. Obwohl ich jetzt einmal Letzter und einmal Erster war, ich glaube nicht, dass ich es schaffe, Gesamterster zu werden. Hä? Oh, ich habe einen schlechten Start gemacht. Und es hat nicht geklappt. Es hat tatsächlich nicht geklappt, gerade eben Gas zu geben. Deswegen, wegen meinem Fehlstart vielleicht. Oh Gott, uah. Da kommen jetzt so Dinger hoch, oder was? Ich bin Letzter. Wieso werfe ich die Bombe nach hinten? Alter, da kommen so Fontänen hoch. Ich kann da leider nicht hochspringen. Ich würde es zwar lustig finden, wenn das Kart jetzt da hochspringen würde. Und man irgendwie jetzt hier was an Stunts vollführen könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich geht. Und guck mal hier, ich sammle alle Münzen ein. Ich achte nämlich nie auf die Münzanzahl, wenn ich am Fahren bin. Deswegen wundert es mich nicht, dass ich gerade eben eigentlich gar keine Münzen hatte. Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit keine Münzen gehabt. Habe es nur nicht gesehen, weil ich halt nie darauf achte. Ich konzentriere mich voll auf die schlechte Verbindung und auf das Fahren. Ah! Bin nass! Mach mich einer trocken! Ich habe 3 Pilze. Oh Gott. Alter, ich hole die aber auch echt nicht ein, ne? Jetzt hier ein bisschen was. Hier, Blitz, 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 Blitz. Yeah, komm. Bist du immer noch 5. Willst du mich verarschen? Ich hab die doch gerade eingeholt. Verarsch mich nicht. Okay, das Spiel verarscht mich. Wieso bin ich immer noch 5? Ich bin immer noch 5. Das Spiel verarscht mich. Ich fahre hier unendlich. Ich werde nie ans Ziel kommen. Niemals. Das ist die Strafe. Ich irre mich vielleicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein oder vielleicht sogar 2 extra Runden gefahren. Wenigstens habe ich ein paar Münzen gekriegt. Ist aber so ein Stück weitergekommen. Alter, war das scheiße. Das war nicht gut. So. Und weil es so schön war, machen wir jetzt nochmal einen Zufallscup. Die Strecke beibehalten, weil ich will jetzt nicht bei 9 Minuten aufhören. Ich bin sowieso am euch fragen. Ich hatte das letzte Mal, wo wir das letzte Mal gespielt haben und ich das letzte Mal den Part aufgenommen habe, habe ich gesagt, ja, ich würde Mario Kart Live erstmal nicht weiter aufnehmen, weil ich nichts Kreatives mehr im Kopf habe. Mir waren die Ideen ausgegangen, um die Strecke ein bisschen besonderer zu machen. Die Frage ist, stört es euch wirklich, dass ich nicht hundertprozentig gut die Strecken im Kopf habe, die Ideen im Kopf habe, um hier den geilen Shit rauszuhauen bezüglich Designs oder so. Ich könnte es gerne auch mal weitermachen, weil es war sogar letztens in den Kommentaren drin, unter einem alten Video. Toffi, schade, dass du das nicht mehr machst. Es wäre schön, dich noch mal ein paar Mal gesehen zu haben in Mario Kart Live. Und dann habe ich wieder sogar ein bisschen Lust gekriegt, jetzt auch durch das Update, jetzt ein bisschen wieder zu spielen und einfach mal ein bisschen Sachen freizuschalten auch. Weil das habe ich ja davor nie gemacht.
Das habe ich ja wirklich tatsächlich nie gemacht, weil ich gedacht habe, ich konzentriere mich auf das Designen von Strecken, um halt einfach ein bisschen was Spezielleres zu machen, als einfach nur simples, schnödes Strecke XY immer wieder abfahren, weißt du? Und ich kriege ein Item. Davor war gar keins, ne? So, Alter, uah. Münzen sind super. Ich bin gerade Zweiter. Okay. Ich könnte natürlich schummeln und könnte einfach eine Abkürzung nehmen, aber das gehört sich nicht bei Mario Kart. Scheiße, Alter, wie oft denn noch? Nein! Oh Gott, nein, nein, die Switch, die Switch! Nein! Sag mal, ich häng fest! Scheiße! Och Mann! Weil ich wieder an der scheiß Pappe festhing, bin ich jetzt Vierter geworden. Immer die letzte Runde! Das ist wie im echten Mario Kart. Oh, ich bin Dritter geworden. Das ist wie im echten Mario Kart. Das ist immer die letzte Runde. Und ich habe einen Kürbis-Outfit. Verwende ich. Klar. So, ich gehe mal die Strecke wieder aufbauen. Same procedure as last round. So, da bin ich wieder. Ja, Luigi. Der Kürbiskopf, der passt zu dir. Weil, ne? Ihr wisst. Eben, also ich wollte nur mal kurz hervorheben. Also wenn ich es weitermachen würde, würde es sich wahrscheinlich darauf beschränken, dass ich vielleicht mal die Strecke ein kleines bisschen ändere. Wenn ich mal eine gute Idee habe oder eine kleine, interessante, kreative Idee, dann würde ich die wahrscheinlich verwenden. Aber mir geht es jetzt dann wahrscheinlich, wenn ich es weitermachen würde, eher um Sachen freischalten. Ein bisschen zocken, ein kleines bisschen sich drüber aufregen, dass die Steuerung nicht funktioniert und die Connections lost sind. Und solche Sachen würde ich dann halt wahrscheinlich eher machen. Ich hoffe, der ein oder andere gibt mir eine Antwort diesbezüglich, weil nur dann kann ich rausfinden, ob ihr sowas auch sehen wollt oder nicht. Ich bin gerade Erster, das wird nicht lange halten, auch wenn ich Kürbiskopf bin. Alter, diese Eisdinger sind halt echt mega fies, ne? Guck gerade die Stelle vor allen Dingen. Da ist nur der blöde Shit. Alter, wir haben eine mega kranke Strecke. Kann es sein, dass es hier total durcheinander gewürfelt ist mit den Gegnern? Oh, Alter. Und ich würde mir wahrscheinlich ein längeres Kabel für die Switch besorgen, weil das geht ja mal gar nicht. Ich habe null Münzen. Wo sind denn die Münzen, Alter? Apropos, wo sind die ganzen Itemblöcke? Hier gibt's gar keine. Wir haben gar keine Itemblöcke. Das ist eine stinknormale Runde. Oh. Das ist eine stinknormale Popelrunde. Und jetzt kurz vorm Ziel. Ah, ne, wir müssen noch eine Runde. Ich wollte es gerade sagen, kurz davor werde ich nochmal überholt von allen. Ich sage ja, die letzte Runde Mario Kart ist immer die fieseste. Das ist bei Mario Kart 8. Haben wir letztens im Stream wieder gezockt. Die letzte Runde ist immer die fieseste. Und trotzdem bin ich Erster geworden. Geil. Aber keine Münzen gekriegt, weil hier keine waren. Ganz am Anfang waren wir, glaube ich, ein paar Münzen. Aber dann waren gar keine mehr da. Die hat jemand abgefrühstückt. Toll. Oh, ich muss gar nichts mehr aufbauen. Wir machen Fortschritte, Leute. Noch mal Füße nochmal so. Entschuldigung. Und ich werde mein Zimmer nicht aufräumen, deswegen. Guck mal, hier eine PlayStation 5. Ja, seid neidisch, Leute. Seid jetzt neidisch. Hallo. Toffi hat der PlayStation 5. Sei neidisch. Yay! Superstart! Und jetzt gibt mir mal ein paar Münzen hier. Guck mal, der nimmt sie alle weg. Du bist zu viel. Ich wollte ihn irgendwie beleidigen, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, du bist zu viel. Ich brauche Münzen. Alter, wie viele Bananen habe ich denn? 3 Stück? Oder? Oh Gott, den Goldpilz. Ich hasse den Goldpilz, wenn ich nicht eine gerade Strecke habe. Dann will ich ihn nicht haben. Oh Gott. Hier kann ich ihn einigermaßen verwenden. Aua. Das mit den Noten ist halt mehr hinderlich, als dass es irgendwie was bringt. Jede melodisch angehauchte Situation hier ist Fehlerplatz, weil das ist alles andere als melodisch und schön.
Und, hui! Also hier an der geraden Strecke kann ich mir am meisten den Pilz wünschen. Ah. Und hier, fress Bombe. Aua. Yay! Habe ich es auf Spitzenplatz geschafft und ein paar Münzen gesammelt? Ja, ich bin Erster, aber durch einen Punkt. Cool. Aber Münzen sammeln ist nicht so. Ich müsste eigentlich mal eine richtige Münzstrecke machen zum Farmen. Aber ich bin Erster geworden, das ist alles, was ich wollte. Nach der katastrophalen ersten Partie bin ich echt mega happy. Tatsächlich gibt es hier sogar noch ein bisschen was anderes freizuschalten. Und zwar, ihr seht schon, den habe ich noch nie gefahren. Ah ne, den habe ich noch nie gewonnen. Den Cup. Ja, stimmt, wir könnten noch die ganzen Goldpokale sammeln. Weil ihr seht schon, ich war echt schlecht in vielen. Hier habe ich ja gar nichts erreicht gerade eben. Aber hier habe ich jetzt zumindest mal Gold erreicht. Ja, da könnten wir ein bisschen die ganzen Trophäen farmen. Das könnten wir rein theoretisch auch machen. Also, wie gesagt, es liegt so ein bisschen mit an euch. Wie möchtet ihr das handhaben? Möchtet ihr da weitere Parts von Mario Kart Live sehen? Ich würde mal ein kleines bisschen was ausprobieren mit der Strecke. Wird ein bisschen was ändern oder sowas, aber nicht allzu viel. Es wird wirklich eher ein bisschen quatschen, während wir verarscht werden vom Spiel. Das würde ich euch zur Verfügung stellen. Ja, ein bisschen was freischalten, ihr seht schon, kann man in dem Falle auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für sämtliche Bewertungen und Kommentare diesbezüglich und freue mich auf ein nächstes Mal Mario Kart Live mit euch. Oder vielleicht auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.